Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Montag, dem 8. April 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: die Suche nach dem verschwundenen Cadmium. Chiang Mai, mehr als 30.000 Menschen wegen Smog behandelt. 9 Millionen Touristen besuchen Thailand. Soldat wegen Mordverdachts verhaftet. Schulen sollen Schüler auf E-Zigaretten untersuchen. Kein Wasser nach Leichenfund im Stausee. Die Suche nach dem verschwundenen Cadmium. Am vergangenen Donnerstag wurde festgestellt, dass über 13.000 Tonnen Cadmium und Zinkabfälle ohne Genehmigung in einer Schmelzfabrik im Stadtbezirk von Samutsakon gelagert worden waren. Der Gouverneur der Provinz erklärte am Freitag die Schmelzfabrik und das umliegende Gebiet für 3 Monate zum Sperrgebiet. Die Umweltbehörde hat Boden- und Luftproben in einem Umkreis von bis zu 10 Kilometern rund um die Fabrik genommen, bisher allerdings keine Cadmiumverseuchung festgestellt. Über 1000 Tonnen Cadmium wurden am Sonntag in Samutsakon gefunden. Zuvor hatten Beamte Cadmium bei einer Razzia in einem Lagerhaus in Chonburi entdeckt. Ein Chinese hatte das Cadmium dort gelagert und erklärte, er habe es von einem anderen Chinesen erworben und wollte es für 10.000 Baht pro Tonne weiterverkaufen. Insgesamt sind noch 3.200 Tonnen Cadmium spurlos verschwunden. Beamte suchen danach. Cadmium wird in vielen Bereichen eingesetzt, insbesondere bei der Herstellung von wiederaufladbaren Batterien, Metallbeschichtungen und Kunststoffen. Die Verbindungen sind jedoch hochgiftig und krebserregend. Wegen dieses Risikos ist die Entsorgung streng geregelt. Chiang Mai. Mehr als 30.000 Menschen wegen Smog behandelt. Mehr als 30.000 Menschen in Chiang Mai wurden in den ersten 3 Monaten dieses Jahres im Nakhon Chiang Mai Maharat Hospital wegen Krankheiten behandelt, die mit dem Feinstaub in der Luft zusammenhängen, so die medizinische Fakultät der Universität Chiang Mai. Nach Angaben der Fakultät klagten die Patienten über Allergien, Augeninfektionen, Asthma, Lungenemphysemen, Nasenbluten und allergischen Nasenschleimhautentzündungen. Im ersten Quartal letzten Jahres waren es weniger als die Hälfte, knapp 12.700 Patienten. Studien bringen die Luftverschmutzung mit steigenden Krebsfällen in der Region in Verbindung. Die Zahl der an Lungenkrebs Verstorbenen pro 100.000 Menschen im Norden stieg von 20,3 im Jahr 2010 auf 30,7 im Jahr 2019. Vergleichbare Daten von 2010 bis 2021 zeigen, dass die nördlichen Provinzen, insbesondere Chiang Mai und Lampang, die höchsten Todesraten durch Lungenkrebs aufweisen. Darüber hinaus wurde in Zeiten erhöhter Feinstaubwerte, insbesondere im März, eine Zunahme von Atemwegserkrankungen beobachtet, die von Nasenbluten bis zu anhaltendem Husten reichen. Schwere Erkrankungen wie Lungenemphyseme, koronare Herzkrankheiten und Schlaganfälle treten besonders häufig während dieser Belastungsspitzen auf. Neun Millionen Touristen besuchen Thailand. Das Tourismusministerium berichtete, dass im ersten Quartal 9,37 Millionen ausländische Touristen nach Thailand gekommen sind. Das ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg von 44%. Laut Tourismusministerin Sudovan generierten die Touristen Einnahmen in Höhe von 454 Milliarden Baht. Die 5 wichtigsten Tourismusländer waren bislang China
1,7 Millionen, Malaysia 1,1 Millionen, Russland 620.000, Südkorea 560.000 und Indien 470.000. Soldat wegen Mordverdachts verhaftet. Die Polizei hat einen Heeresleutnant verhaftet, der verdächtigt wird, am Sonntag eine Frau in einer Wohnanlage im Stadtbezirk Nontaburi getötet zu haben. Die Polizei war von einer Freundin des Opfers alarmiert worden. Sie sagte, das Opfer habe mit ihr telefoniert, als sie sich auf dem Heimweg machte. Sie habe die Frau am Telefon schreien hören, als sie ihr Apartment betrat, woraufhin sie eine andere Freundin bat, zu der Wohnung zu eilen. Die andere Freundin fand das Opfer tot in seinem Zimmer und alarmierte sofort die Polizei. Die 46-Jährige erlitt Stichwunden am Hals, im Gesicht sowie am linken und rechten Arm. Als die Polizei die Wohnung durchsuchte, entdeckte sie eine Blutspur, die bis in das 11. Obergeschoss des Gebäudes führte. In einem der Zimmer dort fanden die Beamten den Armeeleutnant, der als dringend tatverdächtig gilt. Schulen sollen Schüler auf E-Zigaretten untersuchen. Die Bildungsbehörde will strenge Maßnahmen ergreifen, um gegen die Verwendung von E-Zigaretten in Schulen vorzugehen, nachdem die Zahl der Schüler, die sie benutzten, stark angestiegen sei. Der stellvertretende Behördenleiter sagte, die Regierung sei besorgt darüber, dass Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren zunehmend E-Zigaretten benutzten. Es gebe auch Fälle von E-Zigarettenkonsum bei Erstklässlern im Alter von 6 bis 7 Jahren. Man werde strenge Maßnahmen entwickeln, um das Problem einzudämmen. So soll es zukünftig Taschenkontrollen geben, bevor Schüler die Klassenzimmer betreten. Die Maßnahmen werden zu Beginn des neuen Schuljahres am 15. Mai eingeleitet. Kein Wasser nach Leichenfund im Stausee. Die Wasserversorgung in Sattahip nahe Pattaya musste vorübergehend eingestellt werden, nachdem am Freitag zwei Leichen in einem örtlichen Stausee entdeckt worden waren. Die Leichen der zwei Männer wurden gefunden, nachdem Anwohner den Gestank bemerkt und die für das Reservoir zuständigen Beamten alarmiert hatten. Die Beamten vermuten, dass die Männer 2 bis 3 Tage zuvor gestorben waren. Wahrscheinlich sind sie beim Fischen aus ihren Booten gefallen und ertrunken. Die Leichen wurden zur Autopsie nach Bangkok gebracht. Die Entdeckung löste in Sattahip weit verbreitete Ängste vor Kontaminierung aus, die in den sozialen Medien zum Ausdruck kamen. Der Stausee liefert Wasser für den täglichen Gebrauch im gesamten Bezirk. Einem von den Wasserwerken veröffentlichten Zeitplan zufolge wurden alle Wasserabflüsse aus dem Stausee unmittelbar nach dem Fund der Leichen am Freitag eingestellt. Die Verteilung wurde erst am Samstagmorgen wieder aufgenommen, nachdem das Wasser im Stausee abgelassen und alles gereinigt worden war. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen von heute, Montag, dem 8. April 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte gefallen, abonniert gerne diesen Kanal, liked das Video, teilt das Video. Eure Ideen, Anregungen und Hinweise wie immer unterhalb dieses Videos in die Kommentare. Damit bedanken wir uns für eure Zeit, danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.